Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Ja, wir können. Oh ja, das mache ich direkt. Da ist nur Lärmbelastung im Umkreis, deswegen muss ich aufpassen wegen dem Wohngebiet. Ich sollte es vielleicht hier hin machen, nicht ganz ans Wohngebiet ran. So. Yay, und dann können wir hier sogar einen Viehstall theoretisch noch machen. Wobei, was bringen Viehställe im Vergleich zu einem Feld? 2400 pro Woche. Ich mache einfach nochmal normales. Ja, Rinder, genau. So richtig schön ländlich hier. Nutzt die Straße eigentlich jemand? Ja, die Straße nutzt tatsächlich. Buggy nutzt die Straße, okay. Und ein Moped. Aber es ist okay. Das ist okay. Solange es ein bisschen Verkehr abnimmt, ist es okay. Gut, vor allem vorhin, da war richtig was los hier. Das ist auch... Es geht eigentlich im Verkehr. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, ja. Dafür, dass wir jetzt aktuell gerade nur den Kreisverkehr nutzen, um die Autobahnauffahrt zu machen. Ist es schon okay eigentlich? Vielleicht sollten wir hier eine einspurige Straße machen aus dem Stück hier. Dass das nur auf die innere. Wobei es wird trotzdem auf beide Spuren wechseln können, ne? Ja, leider habe ich kein Ampelmod oder sowas drin. Aber hier ist schon busy. Hier ist schon busy. Die Traktoren, die hier alle eingefahren kommen über die Autobahn, ey. Das ist halt alles außerhalb unserer Baureichweite. Wir könnten... Pass mal auf. Wir zahlen jetzt erstmal unseren Darlehen. Ab damit sind wir darlehensfrei. Ja, wir sind schuldenfrei. Schuldenfrei in dieser Folge. Ist schon alles erreicht. Das ist toll. Wir machen trotzdem ordentlich Profit. Wir sind nicht so hart am Wachsen gerade. Das liegt auch daran, dass ich hier... kein neues Gebiet freigeben. Und hier, warum sind die schon wieder... Wir haben einfach nicht genug Strom, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir Strom irgendwie in den Griff kriegen. Was bringt denn das Ölkraftwerk? 50.000 kostet das? Ja, das haben wir ja schnell zusammen. Ich glaube, wir müssen ein Ölkraftwerk bauen. Es bleibt uns da in dem Fall jetzt aktuell ja nichts anderes übrig. Wir haben schon 4 Kohlekraftwerke. Was bringt ein Ölding? Das kostet 1920 die Woche. Bringt 120 und das bringt 40. Das heißt, wir brauchen 3 Kohlekraftwerke für ein Öl. Ja, das ist ein bisschen teurer tatsächlich, aber es ist günstiger im Ende, glaube ich. Weil wir haben zwar einmal 50, also wir haben da 50.000, dann 20.000 pro Ding. Ja, ja, wir bauen auf jeden Fall ein Ölding. Auf jeden Fall kommen wir mal hin. Das bauen wir jetzt gleich als nächstes. Weil unser Strom ist, hart am struggeln. Wir müssen auch mal nachher nach den Dings gucken noch. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Aber dafür läuft Strom. Ein Gag. Was ist Gag? Warte, das möchte ich lesen. Gag, wir nähern uns einem Durchbruch, sagt einer von ihnen. Ja, okay, Katze und Rauchmelder. Das mit dem kostenlosen Internet haben wir immer noch nicht hingekriegt übrigens. Verbot auf Sandalen mit Socken, not cool.
Ja, da bin ich dafür für das Verbot. Können wir jemanden zwischen unseren Pflanzen nicht, der Schlüssel liegt unter dem Blumentopf in der Veranda. Auf der Veranda. Unser wunderschönes Mehlnutzpflanzen. Okay. Wir machen mittlerweile ordentlich Profit hier, ja? Die Tierprodukte sind so semi. Also ich glaube, wir bräuchten für Tierprodukte einfach noch mehr Farmen. Mach einfach mal nochmal zwei Dinger. Ich hoffe nur, die Felder reichen dafür aus. Okay, irgendjemand hat seinen Traumjob in der Vierverarbeitung gerade hier gefunden gerade auf jeden Fall. Das ist doch schön. Gott, das Industriegebiet ist einfach auch hässlich, ne? Okay, aber wir machen ordentlich Profit. Wir müssen nur mal gucken. Wir haben echt zu wenig Häuser. So, gut, dann heißt es aber jetzt für mich, ich möchte das hier als Vorstadtviertel schon so behalten, so, ja? Hier könnte ich vielleicht noch einen Häuserblock hinmachen, auch wenn wir da ein bisschen Farmen verlieren, aber ich glaube, ganz ehrlich, das bisschen Farmfeld, was wir da verlieren, da sind zwar ganz schön gelbe Patches, aber wenn wir jetzt hier... Ja, doch, ich möchte es schon haben. Ich möchte das Feld hier schon haben. Dann gebe ich lieber hinten wieder was auf. Hier hinten, weil das hier ist nicht so gelb, dunkelgelb wie hier. Die Effizienz da ist viel höher. Das ist der Punkt daran. Ich möchte lieber hier die Landwirtschaft haben. Okay. Und dann habe ich halt hier drüben theoretisch die Möglichkeit, die Stadt noch zu erweitern. Aber gleichzeitig überlege ich, ob ich hier eine Autobahn durchbaue. Oder so eine Art Ringstraße drumherum. Gut, wisst ihr, was ich mache als erstes mal? Ich kaufe noch ein Dings. Das werde ich verrückt, aber kein Öl. Auch kein Öl. Da ist Öl. Wo ist da Öl? Muss ich hier ganz kurz gucken. Ah, hier ist auch Öl. Hier ist natürlich noch mehr Öl, aber hier ist auch Öl. Hier wäre auch noch ein bisschen Agrarfläche, aber da, wo wir gerade sind, ist schon top. Also hier oben ist schon top Agrarfläche. Vielleicht lassen wir doch das hier weg. Hier ist ja noch jede Menge Platz. Mit das Stück hier als Agrarfläche nutzen, ne? Ja, wisst ihr was? Ich mach das erste Mal so. Vielleicht können wir es ja später nochmal ändern. Like. Also ich möchte hier schon möglichst nah ran. Aber hier mache ich dann auf jeden Fall normal. Ne, ich brauche normale Straßen. So. Und dann halt 3 Abstand. Dann einmal Wasser. Also hier habe ich die Wasserversorgung mittig gelegt. Ja, ist okay. Das passt schon so. Und dann wollen wir hier nochmal ein Wohngebiet hin. Alles Wohngebiet. So. Alles Wohngebiet, Wohngebiet. Okay, wir müssen... Seht ihr das Aufkommen hier im... Ja, wir müssen das... diese Autobahnsituation jetzt mal fixen, glaube ich. Okay, Mercury 3 Teils können wir gerade sowieso nicht haben.
Wir müssen das ganze Industriegebiet hier, also das ganze Industriegebiet hier ist terrible. Ja, das ist terrible. So, als allererstes werde ich richtig viel Geld in die Hand nehmen. Und zwar Autobahn. Was ist das? Asymmetrische dreispurige Autobahn. Ne, ich bräuchte ganz gern. Was ist das? Eine vierspurige Autobahn. Und zwar mit Lärmschutzwänden gleich. So, und zwar möchte ich hier. Bereich. Das ist Markierung jetzt für mich, ja, Leute. Lähmt mich nicht dafür. Den Bereich. Den Bereich möchte ich jetzt nutzen für eine Autobahn. Autobahn, die ist teuer, ne? Und wenn ich die hochbauen will. Wie war denn das? Ich weiß nicht mal, wie man hochbaut. Steuerung, Tastenbelegung, wo bist du? Kamera, ja. Allgemein, ich möchte eigentlich Baukamera. Karteneditor, Ingame. Ja, schön. Planierraupe. Keine. Bürogebiet, Infoansichten. Objekteditor. Szenario-Karten in-game. Hä? Ah, hier. Build up und Build down. Okay. Hatte ich mich doch noch richtig in Erinnerung. Build up. Ich weiß nicht, so hoch müssen wir eigentlich nicht. Vielleicht 3 hoch? 2 hoch? Bleiben immer in den Abständen hier, dass wir keine Brücken bauen. Also immer in diesen Abständen hier. Auch Brücken zu bauen. Hat er das früher auch gemacht? Das ist die wildeste Wende, by the way, in der Autobahn nachher, die man haben kann. Und ja, ich weiß, es ist gerade falsch von mir drüben. Das hat aber den Grund, dass es einfacher zu bauen ist. Ja, und es kostet echt viel Geld. Stufe 3. Limonaden, Melkstand, mittleres Getreidefeld. Oh, wir können größere Felder bauen. Geil. Und wir sind eine große Kleinstadt. Yay, Campusgelände, Steuerrichtlinien. Haben wir die Dings freigeschaltet, die größeren Zonen? Ja, finally. Zeppelin-Einweg, okay, Berufsschulweg, Berufsschuldekoration, U-Bahn-Station, oh ja. Ballonflüge, Müllverbrennungsanlage, da ist sie. Wir haben aber jetzt schon das andere Ding gebaut. Okay, diverse Dinge, diverse Fakultät, ja.
Zeppelin-Haltestelle, alles klar. Damit haben wir die Autobahn in die richtige Richtung gebracht. Halt, nein. So, das passt. Und ja, ich baue da jetzt eine richtig hässliche Kurve hin, aber was soll's. Ja, auf jeden Fall musst du so. Ja, ich war... Okay, du bist voll, ne? Dann lernen wir dich doch mal. Und wir bauen eine normale Müllverbrennungsanlage, ne? Die hier hat eine schlechtere Ausgangsleistung. Oh ne, wenn es ehrlich, wir sparen nochmal auf den Großen. Wir sparen nochmal auf den Großen, was soll's. Es macht keinen Sinn, es anders zu machen. Also es macht vielleicht schon Sinn, es anders zu machen, aber was soll's. Und zwar haben wir hier dann die Autobahn. Die wollen wir natürlich weiterführen, aber wir haben dafür gerade kein Geld, ne? So, das heißt, wir bauen hier drüben erstmal unsere wundertolle Straße weiter. Ich hoffe übrigens, es reicht. Ein Abstand auf jeder Seite. Ich bin nicht ganz mittig, ne? Hier 2 Pixel, da 0 Pixel. Okay, passt auf. Ich sollte auch hier die 2 Pixel machen. Einfach damit wir genug Platz haben. Ja, ich weiß, ich habe nicht genug Geld. Mach wenigstens ordentlich Geld. Diese Autobahn ist aktuell halt auch echt die sinnloseste Autobahn aller Zeiten. Aber sobald wir hier oben mal das Gebiet hier dann... Weil das hier kommt weg. Das hier muss... das kommt hier rüber. Das müssen wir auch noch... hier kommt Industriegebiet hin. Nein, ich brauche gerade kein Campusgelände. Ich brauche gerade Geld. Und zwar mehr Geld. Und der Gedanke hinter dem Ganzen hier ist, wenn ich jetzt hier Autobahnen mache. Autobahn. Ja, ich habe weiß. Ich weiß, zweispurig. Wir könnten natürlich zweispurig Abfahrten machen. Aber die Idee dahinter ist, hier zwischendrin... Müsste eigentlich gehen. Okay, vielleicht geht es nicht genau an der Stelle. Nein, ich möchte schon an der Autobahn anklippen. So hast du, ich weiß, die Abfahrten sind ridiculously steil. Aber... Es ist, vielleicht hätte ich mehr Abstand lassen sollen. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Wir haben Bedarf an allem, by the way, gerade. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Wohngebiet. Okay, ich habe hier eine Viererkreuzung, ne? Ja, okay, I guess ich werde ihn nicht ganz verhindern können.
Ich guess, ich werde hier Vierer-Kreuzungen draus machen. Und dann aber hier. Ja, ist okay. Und zwar möchte ich hier Straßen. Ich möchte hier wirklich die Autobahnabfahrt machen. Vielleicht sollte ich das aber anders angehen. Jetzt sollte ich halten eigentlich die Abfahrt. Ach so, weil ich die Autobahn hier noch nicht. So, die Autobahn zieht dann einfach noch ein Stück weiter. Da ist ein Dings im Weg. Alles klar. Erste Straße. Dann halt die Autobahn da nochmal drüber. Ja. Wir haben Geld, wir haben Geld. Was toll ist, denn wir brauchen das jetzt gleich alles. Jetzt hergehen und hier anfangen, die Abfahrt zu bauen. So, so sieht es doch nicht komplett scheiße aus, oder? Nee, so kann man das machen. Und dann mache ich, ja, ich überlege gerade, ob ich Auf- und Abfahrt immer mache. Bin ich nicht runtergegangen, das war ein Fehler. Sorry, ich überziehe schon wieder, ich weiß. Ich trotzdem hier noch einmal diese, dass ihr die Idee habt von der Autobahn. Was ich hier vorhab. Das ist natürlich jetzt falsch rum, ich weiß. Aber wenn ich das jetzt so mache. Gut, es ist nicht ganz so smooth wie hier drüben. Drüben ist es noch besser. Hier ist ein bisschen. Das gefällt mir noch nicht ganz, ja. Krieg's nicht besser hin, was soll's. Außer ich mach das hier vielleicht mal weg. Ja, ist ein bisschen besser. So, damit könnt ihr die Autobahn auffahren, aber nicht mehr abfahren aktuell. So ist aber die Idee dahinter, ja? So ist die Idee dahinter. Die neue Autobahn, die keiner nutzt. Das ist. Ist auch nicht schön, ja, aber selten. Aber ey. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge bauen wir das neu. Also, wir bauen einen Teil des neuen Stadtgebiets zumindest. Wir müssen anfangen. Gut, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.